Ich weiß nicht, was man an dieser Stelle sagt. Herzlich willkommen sozusagen zu meinem Vortrag dieses Nachmittags, abends. Vielen Dank an die Organisatoren, dass ich hier sprechen darf. Und ich erzähle jetzt sozusagen etwas weniger Technisches, als wir bisher gehört haben, sondern eher etwas, ja, man könnte sagen, ein Big-Picture-Vortrag. Und der Titel lautet Crypto Wars, wie ihr seht. Die Bürger sind gefordert, aber überfordert. Ja, was ist das? Achso, jetzt muss ich mich hier ranhalten. Genau. Also, das ist der kurze Inhalt, die Agenda meines Vortrages. Es gibt einen kleinen aktuellen Anlass, naja, klein, wie man es nimmt. Dann werde ich darüber sprechen, was meiner Meinung nach Bürgerinnen und Bürger über dieses Thema wissen sollten. Ich werde dann auch noch was zu der aktuellen Debatte zu diesem Stichwort Crypto Wars sagen. Diese zwei Punkte, was die Bürger wissen sollten und die aktuelle Debatte, sind ja der größte Teil meines Vortrages. Und dann spreche ich darüber, was David, der erste Vortragende heute, ja auch schon gesagt hatte, dass wir eine Bildungsoffensive brauchen. Verliere dann noch ein paar Worte dazu, was wir, die wir hier heute Nachmittag virtuell versammelt sind, tatsächlich tun können. Und dann zeige ich im Sinne von wissenschaftlicher, transparenter Arbeit noch meine Quellen. Der aktuelle Anlass, auch den hat David dankenswerterweise schon kurz erwähnt, ist, dass die EU-Regierungen anscheinend planen, per Gesetz Zweitschlüssel für verschlüsselte Kommunikation vorzuschreiben. Also Anbieter von solchen Dingen wie Messenger und Co. zu verpflichten, Zweitschlüssel für Behörden zu hinterlegen. Damit beginnt jetzt in der EU wieder eine Debatte, eine weitere Runde der Debatte, die wir in früheren Zeiten schon mal geführt haben, schon mehrfach. Und diese Debatte wurde in den Fachmedien für IT, für Datenschutz und für Bürgerrechte unter dem Titel Crypto Wars bekannt. Das sind also diese mysteriösen Crypto Wars. Ich möchte heute Abend argumentieren, dass diese Debatte damals wie heute eine Expertendebatte ist. Wir bräuchten aber ganz im Gegensatz dazu eigentlich eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit und der Bürgerinnen und Bürger und der Bevölkerung. Diese breite öffentliche Debatte kommt meiner Meinung nach deswegen nicht zustande, weil die Materie eben sehr komplex ist und deswegen auch mein Untertitel: Die Bürger sind gefordert, aber überfordert. Ich werde heute etwas genauer sozusagen den Abschnitt, was die Bürgerinnen und Bürger wissen sollen, nochmal in 5 Themenblöcke unterteilen. Diese 5 Themenblöcke, die ich vorstelle, sind die, über die man meiner Meinung nach mindestens ein bisschen Bescheid wissen sollte, um sich eine qualifizierte Meinung pro oder contra Verschlüsselung mit Zweitschlüsseln zu bilden. Ich nehme an, dass hier in der Runde der Zuhörer und Zuschauer die Position schon recht klar ist, dass die meisten von uns der Meinung sind, dass das keine gute Idee ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch viele Leute, die dafür sind. Und die sind auch nicht per se alle doof. Also deswegen, ja, sollte ein großer Teil, eine Mehrheit unserer Bevölkerung sich darüber informieren. Und ein Themenblock ist die Geschichte unserer Nachrichtendienste. Also wenn ich sage unsere, meine ich jetzt die deutschen und die US-amerikanischen, zumindest die wir kennen. Im zweiten Block geht es darum, wo solche Nachrichtendienste im modernen demokratischen Rechtsstaat verortet sind. Insbesondere im deutschen. Der dritte Block handelt davon, habe ich noch heute Nachmittag spontan was gedreht. Der dritte Block ist die Frage, wie solche Nachrichtendienste eigentlich ticken und warum wir sie eigentlich haben und wie sie grundsätzlich denken. Dann der vierte Block
dreht sich darum, was Verschlüsselung mit Bürgerrechten und Menschenrechten zu tun hat. Und der fünfte und letzte Themenblock widmet sich ein bisschen ganz kurz der modernen Kryptologie und im engeren Sinne der Debatte Crypto Wars, die wir, wie gesagt, schon mal hatten. Deswegen auch diese Frage, sozusagen dieser Frageuntertitel, hatten wir das nicht schon mal? All die Fragen, die ihr da seht in der Präsentation unter den absichtlich so ein bisschen theatralisch gewählten Überschriften, sind die Fragen, die meiner Meinung nach alle sich beantworten könnten. Das wären quasi die Leitfragen, um sich darüber zu informieren, als aufgeklärter Bürger oder Bürgerin. Indem ich diese fünf Themenblöcke jeweils kurz skizziere, möchte ich einen brauchbaren Überblick über dieses Thema geben und allen, die sich da weiter mit beschäftigen wollen, auch ein paar Anregungen geben, wo man zu welchen Themen man weiter lesen oder hören oder sehen könnte und sollte. Vielleicht seid ihr aber auch schon Kryptologie-Fachleute. Einige hier sind das. Das haben wir gesehen. Und vielleicht fragt ihr euch dann, warum wir diese Debatte jetzt eigentlich schon wieder führen, obwohl doch eigentlich schon alle Argumente ausgetauscht worden sind, in früheren Zeiten. In dem Fall kann ich vielleicht auch helfen. Nachdem ich die fünf Themenblöcke skizziert habe, möchte ich nämlich auf die, wie schon in der Agenda gezeigt, auf die aktuelle Debatte eingehen, auf die öffentliche Debatte. Und ich werde dann versuchen zu erklären, was da warum meiner Meinung nach schiefläuft. Also, der Abschnitt 1, ein sozusagen geschichtlicher Teil, historischer Teil, der, wenn man sich damit beschäftigt, einem die Frage beantworten sollte, ob unsere Nachrichtendienste denn nun vertrauenswürdig sind oder nicht, oder wie vertrauenswürdig. Nachrichtendienste, deren Arbeit meistens im Geheimen stattfindet und die deswegen auch landläufig meistens Geheimdienste genannt werden, die sind ein normaler Teil fast jedes Staates. Es gibt weltweit heute mindestens 160 Nachrichtendienste. Das ist eine sehr vorsichtige, konservative Zählung. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Deutschland hat auf Bundesebene drei Nachrichtendienste. Das ist einmal das Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, der Bundesnachrichtendienst, BND, und der etwas weniger bekannte und noch deutlich kleinere militärische Abschirmdienst, MAD. Diese Behörden wurden alle in der Zeit von 1946 bis 1956 gegründet. Und das gilt genauso für die zwei großen amerikanischen, US-amerikanischen Nachrichtendienste CIA und NSA. Bei den deutschen Nachrichtendiensten blieb es natürlich nicht aus, dass bei der Gründung dort auch Nazis gearbeitet haben in der Zeit. Hier heiligte für die Amerikaner und für die erste deutsche Bundesregierung unter Konrad Adenauer der Zweck einfach viele Mittel. Um den großen neuen Feind, die Sowjetunion, im Auge behalten zu können, nahm man in Kauf, dass die Leute mit entsprechender Arbeitserfahrung eben alle Nazis waren. Und das waren teilweise nicht bloß Mitläufer, sondern leider auch wirklich stramme Nazis und in manchen Fällen international gesuchte Kriegsverbrecher, ja, Menschenrechtsverbrecher. Die Nachrichtendienste Deutschlands und der USA hatten damals praktisch nur ein Ziel. Und dieses Ziel war die Sowjetunion. Man wollte den Kommunismus in der Welt und nicht zuletzt auch im geopolitisch entscheidenden Deutschland eindämmen und seine Ausbreitung verhindern. Das war damals der identitätsstiftende Daseinszweck von diesen Diensten. Aus heutiger Sicht kann man das vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen pathetisch auch als Gründungsmythos bezeichnen. Ich gebe jetzt ein paar wenige Schlaglichter aus der Geschichte dieser Nachrichtendienste. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Die Angst vor dem Kommunismus, die vor allem in Washington grassierte, hat
nicht nur die Nachrichtendienste legitimiert und ihnen ihren Auftrag erteilt, sondern sie hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte leider auch viele sehr unschöne, schreckliche Blüten getrieben. Unter anderem klandestine, also verdeckte Operationen, an denen die westlichen Geheimdienste beteiligt waren. Ein Beispiel dafür ist die Ermordung des kongolesischen Politikers Patrice Lumumba. Der hatte an der Unabhängigkeit des Kongo von der Kolonialmacht Belgien mitgewirkt und kurz nach der Unabhängigkeit des Kongo sowjetische Militärhilfe erhalten. Das hat dann in Washington alle Alarmglocken läuten lassen und der damalige CIA-Chef Dulles und der Präsident Eisenhower haben dann beschlossen, Lumumba ermorden zu lassen. Die CIA hat das sozusagen in die Wege geleitet. Ich glaube, die haben nicht persönlich abgedrückt, aber sie haben das sozusagen eingefädelt. Eine relativ neue Erkenntnis, das haben vielleicht einige auch schon gelesen oder gesehen, ist, dass 1970 der BND und die CIA zusammen gemeinsam die Schweizer Krypto AG gekauft haben. Diese Firma hat Chiffriergeräte hergestellt und sie in die ganze Welt an Regierungen verkauft. Allerdings hatten diese Chiffriergeräte eine eingebaute Hintertür. Nahezu alle, viele Modelle von denen. Und so konnten die Deutschen und die Amerikaner bei weltweitem vertraulichem Verkehr immer mitlesen. Das lief jahrzehntelang so. CIA und BND erfuhren darüber auch, neben vielen anderen Dingen, wie die Militärregierung in Argentinien und Chile tausendfach gefoltert und gemordet haben. Die entsprechend gut informierten westlichen Demokratien haben an der Stelle nicht eingegriffen oder auch nicht mal Widerspruch eingelegt. 1992 wäre die Aktion fast aufgeflogen, als die iranische Regierung Verdacht geschöpft hat und einen Verkäufer der Krypto AG, Hans Bühler, verhaftet hat, als er wieder mal im Iran auf Geschäftsreise war. Das Perfide war, dass Herr Bühler aber von diesen Hintertüren, die in die Geräte eingebaut waren, gar nichts wusste. Er wusste also auch nicht, wieso er im Iran letztendlich 9 Monate unter ziemlich unangenehmen Bedingungen inhaftiert war und ständig verhört wurde und unter Druck gesetzt und bedroht wurde. Der BND hat ihn schließlich für 1 Million Dollar Lösegeld freigekauft. Und entsprechend konnte die weltweite Spionageaktion mit diesen Geräten erstmal weitergehen, wenn der BND auch 1993 ausgestiegen ist. Dieser Ausstieg des BND bei der Krypto AG heißt aber nicht, dass mit solchen Methoden seitdem Schluss ist. Der BND hat beispielsweise von 2008 bis 2010 in Frankfurt eine ganz kleine Ein-Personen-Scheinfirma betrieben, die den Auftrag hatte, für ihn die Software zu kaufen, auf dem das PRISM-Programm der NSA beruhte. Dieses Programm hat David in seinem Vortrag vorhin schon kurz erwähnt, das sozusagen ein Kopieren und Auslesen von großen Teilen des Internetdatenverkehrs. Dann endete schließlich der Ost-West-Konflikt und die ganze Welt oder die halbe Welt war darüber natürlich im Freudentaumel. Aber für unsere Nachrichtendienste brach damit natürlich eine ungewisse Zeit an. Die Zeit, in der eine jahrzehntelange strategische Ausrichtung ganz klar war, in der ganz klar war, wo der Feind stand, war damit vorbei. Das warf für die Nachrichtendienste natürlich viele Fragen auf. Man musste sich aber nicht lange mit Fragen herumquälen, weil schnell ein neuer Feind am Horizont aufgetaucht ist. Die Mujahedin, die paramilitärischen Truppen, die die sowjetischen Invasoren in Afghanistan bekämpft haben, haben sich 1988 zur Keimzelle von Al-Qaida entwickelt und letztendlich maßgeblich dem transnationalen islamistischen Terrorismus den Boden bereitet. Den gab es also schon etwa zeitgleich mit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Aber erst am 11. September 2001 haben die Nachrichtendienste, die westlichen Nachrichtendienste, ihre
wahrscheinlich wichtigste und schlimmste Lektion über diesen neuen Feind gelernt. Ich spreche natürlich von den Anschlägen vom 11. September. Und so sehr 9/11 einerseits das Versagen der westlichen Geheimdienste war, war es andererseits dann auch ihre Legitimation für massenhaft neue Ressourcen und neue Kompetenzen. Der deutsche innere Sicherheitsapparat, allen voran das Bundesverfassungsschutzamt und die Landesverfassungsschutzämter, hatten ihr, wie man so schön sagt, ihr Waterloo 2011 mit der Aufdeckung der NSU-Mordserie. Diese rechtsextreme Mörderbande, die nicht nur aus drei Personen, sondern einem größeren Netzwerk bestand, war, wie wir heute ja alle wissen, über 7 Jahre lang nicht bemerkt worden. Ja, und dann kam schon recht bald die Zeitenwende, die David vorhin auch angesprochen hat. 2013 ging Edward Snowden mit seinen NSA-Enthüllungen an die Öffentlichkeit. Damals folgte dann Talkshow auf Talkshow und politische Debatte auf politische Debatte. Es gab den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag, der einige Jahre getagt hat. Und allem Anschein hat sich effektiv allerdings nicht viel geändert. David hat es ja auch schon gesagt, wir sprechen heute von der Post-Snowden-Ära. Und in der denken wir, zumindest wir, die sich für sowas interessieren, deutlich kritischer, deutlich informierter, deutlich mehr über solche Dinge nach. Auch zum Beispiel über die Bedeutung von abgefangenen Daten weltweit im Internetverkehr. Und wir reden heute jetzt ja, oder ich rede über die Möglichkeit, in die Klartextkommunikation einzugreifen oder reinzugucken von Seiten der Behörden, auch wenn sie verschlüsselt ist. Selbst wenn das nicht der Fall ist und wenn die Nachrichtendienste nur Metadaten benutzen und abgreifen, selbst das ist schon äußerst relevant, denn der damalige, ich weiß nicht, ob heute noch NSA-Direktor Hayden hat vor einigen Jahren mal sehr offen und drastisch gesagt, we kill people based on metadata. Also diese Kommunikationsmetadaten werden genutzt und resultieren letztendlich in Tötungen von Menschen. Das jetzt, da kommt die nächste Folie. Das sind sozusagen nochmal so einige dieser Schlaglichter aufgelistet. Und wenn man sich sowas anguckt und deutlich mehr, ich habe in meiner Vorbereitung und zu diesem Vortrag eben noch deutlich viel mehr Beispiele gelesen, dann kann man sich sicherlich ein Urteil darüber bilden, für wie vertrauenswürdig, basierend auf ihrem historischen Verhalten, man unsere Nachrichtendienste hält. Ich will hier, also es ist offensichtlich, dass solche Ereignisse nicht gerade Vertrauen herstellen. Aber letztendlich will ich hier ja eben dafür werben, sich gut zu informieren und keine persönlichen Urteile vorwegnehmen. Nachdem wir uns nun diese Geschichte ein bisschen schlaglichtartig angeguckt haben, schauen wir darauf, wo, wie gesagt, die Nachrichtendienste oder Geheimdienste im heutigen Rechtsstaat, speziell im Deutschen, stehen. Dafür habe ich so ein kleines Schaubild gemacht, wie man es vielleicht aus dem WIPO-Unterricht kennt, was gerne benutzt wird, um solche Strukturen darzustellen. Der Gedanke der Kontrolle ist in modernen demokratischen Rechtsstaaten ganz zentral. Die Regierung ist an die Gesetze gebunden und unter anderem das von den Bürgern gewählte Parlament, also bei uns der Bundestag, soll kontrollieren, ob die Regierung sich auch an die Gesetze hält. Freie Presse und Zivilgesellschaft ebenso. Das Parlament wählt eine Regierung und Nachrichtendienste sind Behörden, die dieser Regierung unterstehen und von der Regierung ihre Anweisungen erhalten. Also die Regierung ist hier dargestellt mit so einer Skizze, die das Bundeskanzleramt darstellen soll. Nun ist es politischer Konsens, dass die Arbeit von Nachrichtendiensten oder eben Geheimdiensten weitgehend geheim gehalten werden muss.
Deshalb wird dieser Teil der Regierungsarbeit nicht so wie üblich kontrolliert, sondern es gibt im Bundestag ein sogenanntes parlamentarisches Kontrollgremium. Das sind vereinfacht ausgedrückt 13 Abgeordnete, die in dieser Funktion regelmäßig sehr geheim tagen und sich von den Nachrichtendiensten des Bundes über ihre Arbeit berichten lassen und darüber hinaus einzelne Überwachungsmaßnahmen vorab genehmigen müssen. Das ist so etwas Ähnliches, fällt jetzt spontan ein, wie die Geheimgerichte in der Schweiz, von denen David gesprochen hatte. Wenn dieses Kontrollgremium Unregelmäßigkeiten feststellt oder vermutet auf Basis der Informationen, die sie bekommen, können die allerdings auch gar nicht so wahnsinnig viel machen, weil sie als Mitglieder dieses Kontrollgremiums auch zu weitgehender Geheimhaltung verpflichtet sind. Der Bundestag kontrolliert also, wenn auch theoretisch, in der Praxis offenbar eher oberflächlich, die Arbeit dieser Nachrichtendienste, aber ist nicht nur das, sondern er bezahlt sie auch. Wie in modernen Demokratien üblich, hat das Parlament die Entscheidungshoheit über den Staatshaushalt. Der Bundestag verabschiedet jedes Jahr ein Haushaltsgesetz, in dem für alle Einrichtungen des Bundes das jährliche Budget und wofür es so in etwa ausgegeben wird, aufgeschlüsselt wird und festgelegt. Da bei den Nachrichtendiensten ja alles oder das meiste streng geheim ablaufen soll, wird auch das hier, also das Budget der Nachrichtendienste, nicht öffentlich verhandelt und festgelegt, sondern durch ein weiteres Vertrauensgremium, was geheim arbeitet. Und in der Konsequenz liest man in dem ca. 3000 Seiten starken Bundeshaushaltsgesetz zum Budget des BND und des Verfassungsschutzes jeweils zwei fast leere Seiten. 2020 betrug das offizielle Budget des BND 978 Millionen Euro. Der Verfassungsschutz erhielt 467 Millionen Euro. Also etwas gerundet, BND knapp 1 Milliarde, Bundesamt für Verfassungsschutz knapp 0,5 Milliarde an Jahresbudget. Im Vergleich zu den USA ist das recht bescheiden. Die NSA soll über ein Jahresbudget von mindestens 10 Milliarden Dollar verfügen. Das ist jetzt eine auch schon ein paar Jahre alte und zurückhaltende Zahl. Ich habe auch Äußerungen gehört, die in die Richtung eher so 50 Milliarden gingen. Ja, wie alles Regierungshandeln unterliegt auch die Arbeit der Nachrichtendienste der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die ich hier links in meiner Folie angedeutet habe. Bürger können die Rechtmäßigkeit zum Beispiel von Überwachungsmaßnahmen durch BND oder Verfassungsschutz vor Gericht in Frage stellen. Im Detail ist das oft wieder sehr schwierig, weil man von diesen Überwachungsmaßnahmen oft ja gar nichts erfährt. Aber im Mai dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht auf eine Klage von NGOs hin das BND-Gesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Ein Punkt davon war auch die Kontrolle der Nachrichtendienste, insbesondere hier wieder des BND. Das Gericht hat Anforderungen an die rechtliche und administrative Kontrolle des BND gestellt und nach Einschätzung vieler Experten werden die gegenwärtig nicht erfüllt. Der ehemalige Staatsanwalt und renommierte Journalist Heribert Prantl, den einige vielleicht von der Süddeutschen Zeitung kennen, hat das mal so formuliert. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Da ist ein parlamentarisches Kontrollgremium mit 9 Leuten. Da ist ein G10-Ausschuss, 4 Leute. Das heißt zusammengefasst, 13 Leute kontrollieren in diesem Rechtsstaat 10.000 bis 15.000 Geheimdienstler. Jeder weiß, dass das ein Witz ist. Aber mit diesem Witz geben wir uns jetzt seit Jahrzehnten ab. Das war, wie gesagt, Heribert Prantl dazu. Und die Stiftung Neue Verantwortung hat im Juni dieses Jahres eine Denkschrift verfasst, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai aufgreift. In dieser Schrift empfiehlt die Stiftung eine substanzielle Reform der Kontrolle der Nachrichtendienste.
Unter anderem wird da vorgeschlagen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte umfangreiche und detaillierte Kontrollbefugnisse gegenüber dem BND erhalten solle. Was ist geschehen? Das BND-Gesetz wurde im Juni dieses Jahres, im Juni 2020, neu gefasst. Also im Mai Bundesverfassungsgerichtsurteil, im Juni neues BND-Gesetz. Es ist kein Detailstudium an der Stelle nötig, um zu sagen, dass eine Reform hier an der Stelle nicht stattgefunden hat. Der Wille, neue Wege zu gehen in der Kontrolle, in der demokratisch-rechtsstaatlichen Kontrolle der Nachrichtendienste, ist in unserer Politik offensichtlich nicht vorhanden. Muss man so feststellen. Nachdem wir uns jetzt die Geschichte so ein bisschen angeguckt haben und wie die Nachrichtendienste in Deutschland sozusagen institutionell verankert sind, will ich jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen darüber, wie diese Nachrichtendienste denn eigentlich ticken und warum wir sie haben. Wir Menschen teilen die Welt in Freund und Feind ein. Das ist menschlich universell. Feinde sind gefährlich. Feinde könnten uns was wegnehmen oder könnten uns wehtun. Und deswegen wollen wir natürlich möglichst viel über unsere Feinde wissen. Wir wollen wissen, wo sie gestern waren, wo sie heute sind und am besten noch, wo sie morgen sein werden. Das nach dem Prinzip Wissen ist Macht, das schützt auch. Kenne deinen Feind, ist das, wenn man nach dem eigenen Verständnis Feinde hat, nur allzu selbstverständlich. Für die Nachrichtendienste gilt, dass ja, wie gesagt, alle so um 1950 gegründet wurden, also die, über die ich hier spreche, CIA, NSA, BND, Verfassungsschutz und als Anhängsel der kleine MAD, in eine Welt, in der ein ganz besonders starkes und simples Freund-Feind-Schema herrschte. Also das haben die absolut verinnerlicht. Natürlich tat aber auch so ein großer und prominenter Feind wie der Russe oder der Kommunismus sich auch gerne von kleineren, agileren Feinden ganz zu schweigen. Schlussfolgerung: Wer sich als Freund ausgibt, könnte auch ein Feind sein. Deswegen überwacht man seine Freunde besser gleich mit. Also mit anderen Worten, aus Sicht der Nachrichtendienste ist es absolut folgerichtig, die ganze Welt zu überwachen. Daraus entsteht dieses paranoide Spiel der Nachrichten- und Geheimdienste weltweit, das wir kennen. Und wenn man das eventuell eines fernen Tages beenden muss man eine ganz andere Politik denken. Dann muss man eine Politik denken und letztendlich machen, die nicht von Konkurrenzdenken, nationalstaatlichen Interessen und einseitigem Konsumkapitalismus getragen wird, sondern von Solidarität nach innen und außen. Wenn man das ernsthaft denken und umsetzen will, braucht man als Gesellschaft, also bräuchten wir als deutsche Gesellschaft, einen verdammt langen Atem dazu. Dazu müsste man sich zu Fehlern der Vergangenheit bekennen, zum Beispiel dazu, dass auch wir mit den ganzen arabischen Diktatoren im Nahen Osten und Nordafrika gerne zusammengearbeitet haben, als Staat, als Regierung. Dazu müssten wir aufhören, andere Völker als Menschen zweiter Klasse zu betrachten. Und dazu müssten wir uns auch fragen, warum eigentlich in unserer eigenen Gesellschaft junge Männer zu Neonazis oder zu Islamisten werden. Das ist, wie gesagt, ein Jahrhundertprojekt. Letztendlich, wenn man die Dinge zu Ende denkt, ist es auch der einzige Weg, diese Crypto-Wars-Debatte endgültig zu beenden. Denn solange die Welt im Freund-Feind-Paradigma verharrt, werden nationale Regierungen mit ihren Nachrichtendiensten alle Informationen haben wollen und deswegen werden sie auch allgemein verfügbare Verschlüsselung bekämpfen. Es entspricht eben ihrer Logik, alles über jeden wissen zu wollen. Oder wie man bei der NSA so schön sagt, in God we trust, all others we monitor. Also, wir vertrauen auf Gott. Alle anderen überwachen wir. Ach so, nein. Jetzt,
Nachdem wir uns die Nachrichtendienste angeguckt haben, kommen wir zu dem Punkt Grundrechte. Was schützen, was wollen wir eigentlich mit Verschlüsselung schützen? Und sollten die Bürger Verschlüsselung benutzen und sollte es ihnen erlaubt sein? Habe ich es? Ah ja, genau hier. Diese Debatte ist eigentlich, wenn man so will, eine viel größere. Das ist die Debatte über das Verhältnis zwischen Mensch und Staat, zwischen Bürger und Staat. Politikwissenschaftlichen Theorien zufolge sind Staaten ungefähr so entstanden. Es gab irgendwann mal in prähistorischer Zeit irgendeinen Urzustand, einen Naturzustand, in dem Menschen irgendwie vollkommen ungeordnet gelebt und jeder gegen jeden ums Überleben gekämpft hat. Das war aber gut für niemanden. Und deswegen sind die Menschen relativ schnell dazu gekommen, sich auf Regeln zu einigen und einige Leute sozusagen dafür abzustellen, damit zu beauftragen, diese Regeln zu überwachen und durchzusetzen. Irgendwann hat das Kräfteverhältnis zwischen den, sagen wir mal in Anführungszeichen, normalen Menschen, der arbeitenden Bevölkerung und diesen Regelwächtern, die zum Staat wurden, sich dann umgedreht. Der Staat hat Mittel und Wege entwickelt, wie man die Regeln des Zusammenlebens zur Not mit Gewalt durchsetzen kann. Das war letztendlich auch sein Auftrag. Und während die Menschen sich früher Gedanken darum gemacht haben, wie man einen starken und effizienten Staat schaffen kann, mussten sie sich dann später Gedanken darüber machen, wie man sicherstellen kann, dass der Staat nicht zu mächtig wird. So wurde dann die Idee der Grundrechte geboren. Diese Grundrechte sollen Herrscher und Beamten daran hindern, ihre Macht zu missbrauchen gegenüber den Bürgern. In Deutschland haben wir das Grundgesetz, allgemein bekannt. Das Grundgesetz formuliert Grundrechte, zu denen unter anderem ein sogenanntes Fernmeldegeheimnis gehört. Also Brief, Post, Fernmeldegeheimnis. Das Geheimnis der Kommunikation einzelner Menschen, der Bürger, ist erstmal laut Grundgesetz unverletzlich. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte geht, wenn man so will, noch einen Schritt weiter und formuliert ein Menschenrecht auf Privatsphäre. Umfassende, bis in die Privatsphäre hineinreichende Überwachung ist also formaljuristisch betrachtet eine Grundrechtseinschränkung. So wird das in der politisch-juristischen Debatte auch oft bezeichnet. Das kommt dann sehr, sehr sperrig, sehr technokratisch daher, Grundrechtseinschränkungen. Aber genau die sind hochproblematisch, weil die Grundrechte gedacht sind als Garant dafür, dass Demokratien auch Demokratien bleiben und eben nicht wie wieder zu Diktaturen verkommen, wie wir es gerade in Deutschland ja in den 1930er Jahren schon erlebt haben. David hat da dieses, ich sage es, ist jetzt didaktisch gemeint, wunderbare, anders menschlich betrachtet schreckliche Beispiel der Rosalisten, die in der Weimarer Republik vergleichsweise harmlos waren und von den Nazis dann missbraucht wurden, genannt. Aber selbst wenn die Regierung es gar nicht böse meint, verändert permanente Überwachung oder auch nur die Möglichkeit permanenter Überwachung die Kultur. Studien belegen, dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie sich beobachtet fühlen. Und wenn ich also glaube, dass auch bei Gesprächen oder Kommunikation im privaten Bereich immer irgendjemand Fremdes mithört, dann frage ich mich natürlich, wie der oder diejenige, der da mithört, das vielleicht bewertet, was ich sage. Insbesondere, wenn das ein Agent staatlicher Autorität ist. Dann überlege ich mir also, ob ich meine Meinung, vielleicht gerade politische Meinung, ehrlich und ungefiltert sagen will. Und so verzerrt permanente, flächendeckende Überwachung oder auch nur die Möglichkeit dazu den freien politischen Diskurs. Der ist eben so wichtig für das Überleben einer freien demokratischen Gesellschaft. Und heute findet ein großer Teil auch privater und politischer Kommunikation per Telekommunikation statt. Von Telefon über E-Mails, Webforen, Chat, SMS, Messenger, Videochats. Unsere Kultur hat sich unter dem Einfluss der Technik verändert und das Digitale ist zu einer erweiterten Privatsphäre geworden in einigen Bereichen. Und deshalb ist ein staatlicher Eingriff da, sozusagen ein Zweitschlüssel, mit dem staatliche Macht per se Verschlüsselungen brechen kann,
auch grundrechtsrelevant und deswegen sehr problematisch. Das spricht eben dafür, dass allgemein sichere Verschlüsselung zur Verfügung stehen sollte, wenn man es von der Grundrechtsseite betrachtet. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, über den sich relativ wenige Leute Gedanken machen und was hinter dieser "Ich habe doch nichts zu verbergen" Fraktion steht. Also auf die Frage, die vorhin auch bei Davids Vortrag gestellt wurde, was kann man denn machen? Wie kann man den Leute, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, überzeugen? Da ist ein Punkt neben dem, was David genannt hatte, diesem persönlichen Beispiel, das Thema beschäftigt euch mal mit der Frage der Grundrechte und warum wir die überhaupt haben. Sicherlich ein Ansatz, wenn auch ein etwas akademischerer. Über die Frage, ob und warum Bürger denn die Möglichkeit von Verschlüsselung haben sollten, kommen wir jetzt eben zu der im engeren Sinne Crypto-Wars-Debatte. Das ist jetzt der fünfte Themenblock. Die bisherigen vier waren ja eher so historisch, juristisch, ethisch, politikwissenschaftlich in ihrer Natur. Und jetzt kommt eben einer dazu, der mit der Kryptologie eine andere Richtung, eine ganz andere einschlägt und deswegen auch ein anderes Wissensgebiet ist. Die Kryptologie ist eine sehr alte Wissenschaft, das hat David vorhin auch kurz vorgestellt, diese sogenannte Caesar-Verschlüsselung, mit der die Lehrbücher oft anfangen. Ich fand es übrigens gar nicht problematisch, dass das vorweggenommen wurde, sondern im Gegenteil super, weil das ja ein Riesenthema ist, das ich hier extrem stark eindampfe. Also diese Caesar-Verschlüsselung ist ein toller Einstieg für Schüler, für Kinder schon in das Thema. Natürlich ist sie heute aber komplett nutzlos. Im Laufe der Jahrhunderte wurden dann stärkere Verfahren entwickelt, die aber natürlich dann auch komplizierter sind. Sie basierten aber erstmal immer noch all auf natürlicher Sprache und prinzipiell konnte jeder, der lesen und schreiben und sich Papier leisten konnte, sie anwenden. Im 20. Jahrhundert wurde dann ein wichtiger Wandel vollendet. Kryptologie wandelte sich von quasi angewandter Sprachwissenschaft zu angewandter Mathematik mit technisch-informatischen Instrumenten. Mit der Mathematik entstand natürlich eine Wissensbarriere für viele Menschen und mit der Informatik eine weitere Zugangshürde, weil Computer in der Mitte dieses Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts noch selten und sehr teuer waren. Effektive Verschlüsselungsverfahren waren somit sozusagen der breiten Bevölkerung entzogen. Und wie komplex sie wurden, hat David ja auch schon angedeutet, indem er erwähnt hat, dass bevor ein Verfahren wirklich als sicher betrachtet werden kann, Experten da erstmal jahrelang drüber debattiert und geforscht und getestet haben müssen. 1977 wurde dann das auch hier schon erwähnte Verschlüsselungssystem RSA erfunden. Und damit entstand theoretisch wieder eine Möglichkeit, wie normale Bürger ihre inzwischen teilweise schon damals elektronische Kommunikation verschlüsseln und vor unerwünschtem, auch staatlichem Mitlesen schützen konnten. Ein praktisches Problem bestand damals aber immer noch darin, dass Computer, wenn man sie denn schon hatte, noch deutlich anspruchsvoller in der Anwendung waren als heute. Der US-amerikanische Physiker und Informatiker Phil Zimmermann hat deswegen damals das Projekt Pretty Good Privacy gestartet, mit dem Ziel, die RSA-Verschlüsselung in einem sozusagen Softwareangebot für die breite Bevölkerung nutzbar zu machen. In den 1980er Jahren war er, also Zimmermann, damit sicherlich seiner Zeit noch weit voraus. Auf jeden Fall kann man das sagen, was Deutschland betrifft. Die digitalen Datenströme waren damals noch im Vergleich zu heute lächerlich gering und die deutsche Politik war noch mit vergleichsweise klassischen Themen beschäftigt. Im Januar 1998 beschloss der Bundestag eine Änderung des Artikel 13 des Grundgesetzes,
die als der große Lauschangriff in die Geschichte einging. Und seitdem ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, Wohnungen durch Wanzen oder andere technische Mittel abzuhören. Also das war sozusagen damals in Deutschland State of the Art, wenn man so will, oder vermeintlich State of the Art. Die USA waren da schon etwas weiter. Wir sind jetzt sozusagen wieder einen Schritt zurück im Jahr 1991. Da wurde im US-Senat ein Gesetzentwurf verhandelt, ein bestimmter. Der sollte Anbieter und Hersteller von Kommunikationstechnik verpflichten, für Behörden den Zugang zur Klartextkommunikation zu gewährleisten, auch im Falle von Verschlüsselung. Dieses Gesetzesvorhaben war damals noch nicht erfolgreich. Eine gemeinsame Kampagne von der Firma RSA Data Security, von weiteren Unternehmen der Kommunikationstechnik und von Bürgerrechtsbewegungen erzwang die Streichung dieser Klausel. Phil Zimmermann hat jedoch geahnt, dass das Thema noch nicht erledigt war und er fürchtete, dass Verschlüsselungsprogramme wie sein Pretty Good Privacy irgendwann komplett verboten werden könnten. Und deswegen hat er es auch nicht, wie er ursprünglich wollte, vermarktet, sondern hat es über einen Mittelsmann per Internet der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Das hat ihm Lob und Dank von Demokraten und Menschenrechtsaktivisten in der ganzen Welt eingebracht, aber zu Hause reichlich Ärger, denn er hatte, zumindest nach Ansicht der Regierung, einen Rechtsbruch begangen und eine Verschlüsselungssoftware, die als Militärtechnik galt, ohne Genehmigung exportiert. Und deswegen sah er sich da eine ganze Zeit dann mit einem schwebenden Ermittlungsverfahren gegen ihn konfrontiert, was letztendlich aber auch auf öffentlichen Druck und weil es irgendwie überflüssig geworden war, denn das Ding war in der Welt, es ließ sich nicht mehr kontrollieren, zu seinen Gunsten ausgefallen ist. Diese Veröffentlichung von Pretty Good Privacy, kurz PGP oder PGP, durch Phil Zimmermann war vielleicht der Beginn der komplexen zivilen Verschlüsselungsdebatte, die wir bis heute führen. Heute sind wir wieder da, dass die EU-Regierungen anscheinend vorhaben, ein solches Gesetz durchzubringen, zu EU-Recht zu machen, dass alle Verschlüsselung Zweitschlüssel für den Staat bereithalten muss. Diese Idee wurde in den USA schon 1994 diskutiert. Damals war es hauptsächlich die Idee, abhörsichere Telefone herauszugeben und auch Computer. Und die Idee war, diese Telefone und Computer mit einem Verschlüsselungschip zu versehen, der für alle außer dem berechtigten staatlichen Zugriff, also dem legal berechtigten staatlichen Zugriff, die Kommunikation sicher machen sollte. Wenn man so ein Gerät kaufte, sollte das bei zwei US-amerikanischen Bundesbehörden registriert werden und Polizeibehörden sollten in der Lage sein, diese Verschlüsselung einzusehen oder abzuhören, wenn sie die zwei Bundesbehörden unabhängig voneinander davon überzeugen konnten, dass das nötig war. Die eingesetzten Chiffriersysteme damals hießen Clipper und Capstone, für diejenigen, die mehr dazu lesen wollen. Sie stießen aber nicht auf ausreichend Interesse in der Bevölkerung und in der Wirtschaft. Im Gegenteil, Bürgerrechtsgruppen verfassten damals einen offenen Brief an Bill Clinton, der später von 50.000 Leuten auch noch unterzeichnet wurde. Ein Brief, in dem sie ihre Bedenken dargestellt haben. Und so sind Clipper und Capstone relativ sang- und klanglos wieder verschwunden. Danach haben Vertreter des Rechts auf allgemeine Verschlüsselung auch teilweise frohlockt und waren der Meinung, sie hätten die Crypto-Wars gewonnen. Und dann kam der hier schon mal erwähnte 11. September 2001 und hat die Karten neu gemischt. Also jetzt sozusagen ist die Debatte wieder da, ist damals schon wieder gekommen. Und in der jüngeren Vergangenheit ist der NSA zweimal genau das passiert, wovor die Vertreter der Verschlüsselung ohne Hintertüren, also der komplett sicheren Verschlüsselung, immer warnen.
Nämlich 2015 fielen der IT-Fachwelt Unregelmäßigkeiten bei einer Software namens ScreenOS von dem Netzwerkausrüster Juniper auf. Untersuchungen führten dann zutage, dass die Firma Juniper auf Verlangen der NSA eine Hintertür in ihre Software eingebaut hatte. Exklusiv für die NSA. Aber diese Hintertür wurde dann von einer dritten Partei kompromittiert. Die Untersuchungen dazu liefen und bis vor kurzem immer noch, laufen vielleicht auch noch. Und die Firma Juniper hat vor kurzem eingeräumt, dass diese dritte Partei ein anderer Staat sei, und zwar vermutlich China. In dieser Sache soll die NSA sich, Aussagen eines US-Senators zufolge, sehr unkooperativ verhalten. Und 2017 passierte dann nochmal sowas in der Art, nämlich der Zweitschlüssel wurde geklaut, wenn man so will. Der NSA wurde Code für selbstprogrammierte Spionagesoftware entwendet. Wie weiß man nicht, ob durch einen ehemaligen Mitarbeiter mitgenommen oder wie auch immer. Eins von diesen Tools hieß Eternal Blue und wurde dann später genutzt, um die Schadsoftware WannaCry herzustellen, die bekanntermaßen weltweit dann für Schäden in Milliardenhöhe gesorgt hat. Diesbezüglich wurde auch wieder starke Kritik am Verhalten der NSA und damit letztendlich der Regierung geübt. Ein von der New York Times zitierter Wissenschaftler sagte, die Regierung, also wieder wörtliches Zitat, die Regierung hat sich geweigert, Verantwortung zu übernehmen oder auch nur die grundlegendsten Fragen zu beantworten. Das ist in Kürze dargestellt, diese Crypto-Wars-Debatte im engeren Sinne, so wie wir sie jetzt wieder führen und im Grunde schon mindestens einmal geführt haben, mit dem ganzen zusätzlichen Hintergrund, der meiner Meinung nach noch dazugehört, die Frage der Grundrechte, das geschichtliche Verhalten und die Entwicklung der Nachrichtendienste, die Frage der rechtsstaatlichen Kontrolle. Mit dieser Debatte gibt es meiner Meinung nach mehrere Probleme. Ein Problem ist, dass sie nicht nur hohe Bildungsvoraussetzungen hat, also hohe Wissensvoraussetzungen, wenn man da ernsthaft mitreden will, sondern dass auch noch daran von den Akteuren und viel aneinander vorbeigeredet wird. Die Kryptologiefachleute in der Debatte weisen immer wieder darauf hin, das ist die sichere Verschlüsselung mit staatlichem Zweitschlüssel, die von der Politik gefordert wird, gar nicht geben könne. Wenn ein kryptografisches Verfahren oder ein kryptografisches System von einer Partei immer geknackt werden könne, dann sei es per Definitionem nicht sicher. Das ist sozusagen der Einwand von der inhaltlich-fachlichen Seite. Die Befürworter von solchen staatlichen Zweitschlüsseln gehen dann in einer typischen Debatte auf diese Einwände gar nicht ein, sondern sagen dann eher solche Dinge wie, das muss man pragmatisch angehen oder es geht hier um den Schutz der Bevölkerung oder niemand hat die Absicht, intime Gespräche unbescholtener Bürger mitzuhören. Also der Kryptologe auf der einen Seite oder die Kryptologin will dann eine fachliche, technische Fachdiskussion führen und der Politiker auf der anderen Seite will politisch diskutieren. Und natürlich finden die beiden nicht zusammen. Und dann kommt noch ein Jurist dazu und bringt die verwaltungs- und verfassungsrechtlichen Problematiken ins Spiel. Der in all diesen Themen nur durchschnittlich gebildete Bürger klingt sich bei solchen Diskussionen natürlich schnell entnervt aus, weil er all das Wissen, was er zum Mitreden bräuchte, nicht hat, weil das eben nicht gerade zur Allgemeinbildung gehört. Wenn der interessierte Bürger bei diesen historischen, politischen, juristischen und technischen Inhalten doch noch einigermaßen mitkommt, dann fällt ihm als nächstes vermutlich auf, dass die Debatte vom Verlauf her leider genauso geführt wird, wie man Debatten, die auf wichtige Entscheidungen hinauslaufen, eben
gerade nicht führen soll. Warum? Immer wenn ein schreckliches Verbrechen passiert, vor allem Terroranschläge, wird das Thema wieder aufgerufen. Und im Zweifel werden als nächster Schritt die Befugnisse von Polizei und Nachrichtendiensten aufgebaut. Dabei weiß eigentlich jeder, dass man wichtige Entscheidungen nicht treffen soll, wenn man aufgeregt ist oder emotional geladen. Und nach so einem Gewaltverbrechen steht die Gesellschaft natürlich unter Schock. Ausgerechnet in diesem völlig falschen Zeitpunkt steigen wir immer wieder in die Diskussion ein über Beschränkung von Grundrechten. Und es wird leider auch kaum mit Fakten gearbeitet, zumindest von Seiten der Politik und der Sicherheitspolitik und der Nachrichtendienste nicht. Ich habe bei meinen relativ umfassenden Beschäftigungen in den letzten Wochen mit dem Thema nicht mitbekommen, dass jemals wirklich nachvollziehbar begründet worden wäre, warum bestimmte Befugnisse wie massenhafte Überwachung oder Vorratsdatenspeicherung oder eben die Zweitschlüssel zur verschlüsselter Kommunikation jetzt nötig seien. Wir haben jetzt seit etwa einem Monat wieder diese Debatte. Und obwohl hier die bürgerlichen Grundrechte und sogar die Menschenrechte betroffen sind, findet die Debatte im Moment nach meiner Wahrnehmung nicht wirklich öffentlich statt, also nicht sehr öffentlich. Klar, die Medien sind im Moment von Corona dominiert. Das ist klar, dass andere Themen es da schwer haben. Aber etwas mehr Berichterstattung über das Thema wäre schon schön. Die Bürger sollten eine breitere, qualifizierte Debatte einfordern. Problem nur, sie sind damit, wie ich meine, hoffnungslos überfordert. Die Politik sieht die Überforderung der Bürger und versucht deswegen gar nicht erst, mit dem Thema offensiv auf die Bürger zuzugehen. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, nach meinem Eindruck ist das aber leider nicht nur falsche Rücksichtnahme auf eine überforderte Bevölkerung, sondern es ist auch ein Stück Drücken vor Verantwortung. Denn wie ich ja gezeigt habe und wie wahrscheinlich auch vielen sowieso klar ist, existieren diese Nachrichtendienste ja nicht einfach komplett unabhängig im luftleeren Raum. Es wird aber immer nur über die gesprochen, also auch die Politiker sprechen über die Nachrichtendienste. Aber wenn eine BND-Mitarbeiterin Kommunikationsdaten aus dem Internet abfischt, dann macht sie das ja nicht auf eigene Faust. Die ist Angestellte im öffentlichen Dienst oder Beamtin, die hat einen Vorgesetzten und der hat letztendlich einen Behördenpräsidenten, einen Präsidenten des BND-Amtes, der Behörde. Und dieser wiederum untersteht dem Chef des Bundeskanzleramtes. Oder wenn es der Verfassungsschutz ist, dem Innenminister. Und dieser Bundesminister, der Innenminister, der Chef vom Bundeskanzleramt, ist demokratisch legitimiert durch ein Parlament, was von uns allen gewählt wurde. Und deswegen müsste dieser demokratisch legitimierte Bundesminister sich eigentlich, nach meinem Verständnis, vor die Kameras stellen und sagen, eine Mitarbeiterin der obersten Bundesbehörde BND, die mir untersteht, hat Informationen gesammelt. Und diese Informationen wurden in einem automatischen Verfahren an unsere amerikanische Partnerorganisation NSA übermittelt. Die NSA hat diese Daten analysiert. Und auf Basis dieser Analyse hat das amerikanische Militär im Jemen ohne Gerichtsverhandlung einen wehrlosen Menschen getötet. Das war jetzt ein von mir konstruierter Fall, aber vom Prinzip her laufen diese Dinge so ab. Das ist die Verantwortung unserer Regierung und natürlich auch unserer gewählten Bundestagsabgeordneten, die, wenn sie lange Jahre Erfahrung im Parlament haben, wissen, wie diese Dinge funktionieren und die sie das richtig einschätzen können. Solche unschönen Wahrheiten müssten die Politikprofis ihren Wählern zumuten, damit die Wähler letztendlich auch wissen, wofür sie wählen und wofür sie letztendlich auch mit die Verantwortung tragen, wenn sie für eine bestimmte Sicherheitspolitik
der totalen Überwachung ihrer Stimme geben. Nur so können wir eine substanzielle demokratische Debatte führen. Aber wir müssen uns auch fragen, ob die Mehrheit der Wähler so viel Ehrlichkeit von Seiten der Politik überhaupt honorieren würde. Würden Politiker dafür gewählt werden, solche unschönen Wahrheiten auszusprechen? Ich bezweifle es, genauso wie der vielen wahrscheinlich bekannte einflussreiche Blogger Fefe es 2013, also gerade Post-Snowden sozusagen, also auch bezweifelt hat. Wir brauchen deshalb, um das Interesse der Bevölkerung zu wecken und um die Qualität der öffentlichen Debatte zu erhöhen und die breite Öffentlichkeit einzubeziehen, das, was David vorhin auch schon gesagt hat, die Bildungsoffensive. Hat mich total gefreut, dass David, dass du auch das Wort in den Mund genommen hast. Und was auch der Präsident des Thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz letztes Jahr gesagt hat, bei Maybrit Illner. Bildung, 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 Bildung. Wie sieht es bei den anderen aus? Also bei Big Blue Button höre ich was. Aha. Wer hört was und wer nicht? Mir, oder? Also Big Blue Button ja, aber jetzt YouTube ja. Ist da weg? Aha. Nee, nein, das war eine Frage. Das war keine Aussage, das war eine Frage. Ja, ja, ja. Okay. Ja, Big Blue Button okay. Okay, jemand bei YouTube ist und... Jetzt höre ich euch wieder. Tut mir leid. Gut. Okay, okay. Gut. Gut, alles klar. Kleine technische Störung, nicht schlimm. Genau, der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, der hatte 2019 auf die Frage, was kann man gegen Rechtsextremismus tun, gesagt, Bildung, 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 Bildung. Ich bin davon überzeugt, dass das auch, dass die Wirkung von Bildung weit darüber hinausgeht und dass das auch das beste Mittel ist zur Sicherung einer Demokratie, in der wir eben Wege finden, wie man die Bürger vor Terrorismus schützen kann mit möglichst geringen Eingriff in die Grundrechte. Heute in der digitalisierenden, global vernetzten Welt müssen eben mehr Themen in den allgemeinen Bildungskanon aufgenommen werden. Sonst können die Bürger für ihren demokratischen Staat keine Verantwortung übernehmen. Und dazu gehören unter anderem diese fünf Themen, die ich heute angesprochen habe, finde ich. Also, werde ich nur angerissen habe. Die gehören unter anderem in die Schule, so wie zum Beispiel man natürlich im Bereich Mathematik so solche Verfahren, auf denen das beruht, super thematisieren kann, aber nicht nur da. Aber natürlich kann die Schule auch nicht alles übernehmen. Und deswegen ist meiner Meinung nach die Tugend des lebenslangen Lernens auch das andere wichtige Vehikel, was noch längst nicht bei allen angekommen ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass das, was unser Bundesarbeitsminister vor einer Weile dazu mal gesagt hat, richtig ist. Er sagte nämlich, die Mehrheit der Bevölkerung würde den Begriff lebenslanges Lernen wahrscheinlich eher mit lebenslanger Haft assoziieren. Und das halte ich für sehr richtig. Nicht zuletzt, weil ja bekanntermaßen das Internet, was eine riesige Quelle des Wissens und von Bildungsangeboten auf allen möglichen Niveau ist, dann weit verbreitet eher für triviale Dinge wie Katzenvideos oder Fotos vom Mittagessen genutzt wird. Also, wir müssen irgendwie was tun. Wir müssen etwas dafür tun, dass in der Schule, wo junge Leute nolens volens für eine ganze Weile sitzen und lernen, solche Themen platziert werden. Aber wir müssen auch was dafür tun, dass Erwachsene einfach mehr Lust auf Lernen haben. Und damit komme ich zu dem letzten Punkt. Was können wir tun? Wir können natürlich einmal Veranstaltungen wie diese hier durchführen. Das ist deswegen wichtig, weil hier Bürger ihre eigene Agenda setzen können, ihre eigenen Themen platzieren können, ohne auf den manchmal etwas langsameren Start zu warten. Das ist hier heute ja passiert, dank den Organisatoren, vielen Dank, und dank den Leuten, die sich das alles angehört haben, vielen Dank. Und ich kann alle nur bitten, so weiterzumachen, solche Angebote zu schaffen und zu nutzen und auch natürlich im privaten Umfeld dafür zu werben, vielleicht auch mal einen Sonntagnachmittag für sowas zu verwenden. Ja,
Man kann auch durchaus in eine Partei eintreten. In den politischen Parteien findet immer noch maßgeblich die Schaffung von politischen Programmen und die politische Willensbildung statt. Und deswegen sollten meiner Meinung nach wirklich mehr Mathematiker, Informatikerinnen und sonstige, ich sag's jetzt mal mit dem Augenzwinkern, sonstige Nerds eine politische Karriere ernsthaft in Betracht ziehen. Drittens kann man Forderungen an die Politik natürlich auch, wenn man nicht in eine Partei eintreten möchte, anders formulieren und einfach auf verschiedenen Wegen der Regierung und Abgeordneten schreiben und Kritik äußern und Vorschläge unterbreiten. Man kann und sollte auch Vereine unterstützen durch Mitgliedschaft, durch Geld, wie auch immer. Vereine, die diese Themen aufbereiten, die die Politik kritisch begleiten und die Bevölkerung informieren, wie zum Beispiel das schon genannte Netzpolitik.org oder nicht zuletzt wie hier die Kieler Linux-Initiative. Wer möchte, kann natürlich auch eine eigene Website, einen Blog, einen Social-Media-Kanal zu diesem Thema machen oder man kann immer noch ganz klassisch auch mal einen Leserbrief an Zeitung schreiben, wenn man vielleicht ein anderes Klientel erreichen will. Beim Thema Zeitung, man kann und sollte dringend, wenn man noch ein paar Euro übrig hat, den Qualitätsjournalismus mit Geld unterstützen. Denn das ist ein großes, komplexes Thema und gerade der investigative Journalismus, der dafür auch oft nötig ist, kann nicht nur von engagierten Laien geleistet werden. Ja, man kann natürlich auch sein soziales Umfeld mit einbeziehen. Das ist die niedrigschwelligste und ich glaube keineswegs die unwichtigste Möglichkeit, mit Freunden und Familie über das Thema sprechen, informieren und auch diskutieren. Und zwar konstruktiv diskutieren im Sinne einer demokratischen Diskussion, wo es Ehrensache ist, dass man die anderen auch anhört und ausreden lässt. Da war auch vorhin ja schon die Frage, was kann man denn machen, wenn Leute sagen, ich habe doch nichts zu verbergen. David hatte da den, wie ich fand, guten Vorschlag gebracht, zu sagen, die Leute mal zu konfrontieren, wie es denn wäre, wenn das direkt passiert. Also kann ich mal deine Privatfotos auf deinem Smartphone sehen? Oder wie wäre es denn, wenn ein Verfassungsschutzmitarbeiter einfach direkt vor deinem Schlafzimmerfenster steht und durchguckt? Bei einigen kann man da vielleicht eher ein Gefühl dafür entwickeln, was das eigentlich ist. Man kann den Leuten aber auch ruhig mal sagen, mach doch mal einfach YouTube auf oder was immer und guck ein paar Dokus zu dem Thema. Es gibt wirklich super, super Dokumentationen, Reportagen von Arte, ARD, ZDF, von den ganzen öffentlich-rechtlichen Sendungen und sogar Galileo von ProSieben hat inzwischen ein paar interessante Beiträge dazu geliefert. Da kann man durchaus mal statt einer Fernsehserie oder einem Spielfilm sich so eine Dokumentation reingucken und ist auch wirklich spannend unterhalten und informiert. Also das wäre auch was ich allen Leuten unterbreiten würde. Und last but not least, ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es scheinbar nichts mit zu tun hat, verfallt nicht dem Zynismus, sondern verbreitet so viel gute Laune wie möglich. Weil Zynismus, Sarkasmus, Respektlosigkeit und Resignation einfach Fortschrittskiller sind, die viel zu viele Leute standardmäßig an den Tag legen. Und wir brauchen einfach Zuversicht und gute Laune, wenn wir solche Themen bewegen wollen. Auch wenn es manchmal schwerfällt und schließe auch noch mal den Kreis zum heutigen Event. Ich finde, super, super Ansatz, einfach in einem zwanglosen, auch ein bisschen spaßigen Rahmen solche Themen mal zu bewegen. Das war's von mir. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Gibt es denn Fragen? Dann gerne jetzt in die jeweiligen Chats stellen, bitte. Ja, ich sehe schon. Nix gegen Katzenvideos. Nein, die Dosis macht wie üblich das Gift. es werden bislang bestehende Befugnisse nicht effektiv genutzt. Ja, genau. Warum sollte man also die Befugnisse erweitern? Genau, das ist eine Frage. Ich habe auch noch nicht so richtig eine Antwort darauf, warum immer reflexiv dieser Schrei nach Befugniserweiterungen kommt, wenn rauskommt, dass die
weiß ich was, bei 1998 bei Uwe Böhnhardt von der NSU schon eine Razzia war, weil da irgendwie ein Sprengstoffanschlag in Vorbereitung war und er dann im Auto zu seinen Kumpels gefahren ist und abgetaucht ist und die Polizei und die Verfassungsschutzämter nicht miteinander geredet haben. Das ist, ja, warum soll man versuchen, solche Probleme durch Technik zu lösen, wenn sie auf der organisatorisch-menschlichen Ebene schon bestehen und nicht funktionieren? Ich glaube, es wirkt so einfach. Es ist so ein einfacher Schritt. Und Politiker dürfen sich natürlich auch nicht sagen lassen, dass sie nichts getan hätten. Denn man muss auch ehrlich sagen, wenn dann irgendwas passiert und Politiker dastehen und scheinbar nichts gemacht haben, werden sie auch nicht wiedergewählt. Und so ein neues Gesetzespaket, wo der BND nochmal 100 Millionen Euro mehr kriegt, kann man einfach gut vorzeigen. Ich glaube, das ist so der Weg des geringsten Widerstandes. Aber natürlich auch nicht gerade sehr, sehr angemessen. Ja, es gibt doch immer ein Restrisiko und das nennt sich Leben. Ja, das stimmt auch. Aber es sagt sich natürlich auch leicht, wenn man nicht persönlich betroffen ist. Also jeder, der mal irgendwie tatsächlich sehr persönlich betroffen war oder vielleicht jemanden verloren hat als ein Opfer eines Terroranschlags, so sieht das natürlich anders. Und da in dem Problem stecken die Politiker dann natürlich auch. Aber ja, das gehört eigentlich, finde ich, auch dazu zur politischen Verantwortung, sich dahinzustellen mit Rückgrat und genau sowas zu sagen. Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, wir können das Restrisiko, das sich Leben nennt, auch nicht ganz für euch abschalten. Suck it up, ne? Das ist. Aber so viel Rückgrat und Ehrlichkeit wird eben in unserem politischen System auch nicht unbedingt immer honoriert und gefördert. Ja. So, also bei mir gibt es auf jeden Fall keine Fragen. Wie sieht es bei dir aus, Hauke? Ja, ich glaube, das sieht Klaus sowieso auch. Ist gerade ja noch eine neue Frage von David gekommen. Ja, genau. Welche Transformationsstrategien neben der Bildungsoffensive ich sehe? Also ich bin der Meinung, dass die Bildungsoffensive das sozusagen das strategische Mittel ist und alles andere sind eher operative Mittel oder Symptombehandlungen. Solange einfach eine politische Mehrheit in diesem Land keine Fantasie oder kein Interesse hat, da an echte Reformen ranzugehen, sehe ich da ehrlich gesagt nicht sehr viel. Also die Oppositionsparteien, allen voran die Grünen und die Linken und also natürlich die Piratenpartei sowieso, die thematisieren das unermüdlich. Die Piratenpartei hatte auch jetzt im November das Thema auf ihrer Startseite als einzige der ernstzunehmenden Parteien, sage ich mal so. Wir sehen ja, dass das Minderheiten sind. Die Piraten waren ja ein echt interessanter und vielversprechender politischer Ansatz und es scheint sich ja schon wieder zu verlaufen. Also das Wählerpotenzial war da ja anscheinend nicht sehr nachhaltig, leider. Das wäre eine tolle Ergänzung zu unserem politischen Spektrum gewesen. Transformationsstrategien, ob es da eine weitere Strategie gibt, weiß ich echt nicht. Also das ist der politische Wille. Und wenn die Bevölkerung nicht nachfragt oder das vielleicht auch nicht hören will, zum Beispiel auch, wie dieser deutsche Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehenbohm sagte, welche Verträge gibt es da vielleicht noch im Hintergrund zwischen deutschen und amerikanischen Regierungen, über die man einfach nicht redet, wo ein Konsens der etablierten politischen Verantwortungsträger da ist, dass man darüber nicht spricht, weil man es der Bevölkerung nicht zutraut, da ruhig zu bleiben. Und so, dann, ich muss ehrlich sagen, ich sehe keine andere Strategie. Aber würde mich freuen, wenn noch jemand weitere sieht. Mal schauen, David scheint noch was zu schreiben. Wenn du willst, kannst du auch, denke ich, kurz in den Sprachchat kommen oder dein Mikrofon deaktivieren. Ja. Denke ich einfach mal. Ja, macht ruhig. Also solange das nicht irgendwie chaotisch durcheinander ist, ist ja alles gut. Ja. Das stimmt, man kann natürlich mit
mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Sinne des Aktivismus schon hier und da Aufmerksamkeit schüren. Das stimmt. Das würde ich sagen, das flankiert die Bildungsoffensive, ja. Erfahrungsgemäß, also ich glaube, sowas kann man machen, sowas muss man auch immer wieder machen. Denn Schockeffekte wirken ja auch relativ kurz nur. Also ich kenne das zum Beispiel auch von Vorträgen zum Thema Datenschutz, die ich beruflich halte, wo ich dann manchmal erkläre, wie heutzutage Passwörter angegriffen werden. Also ich arbeite in einem relativ technikfernen Kontext und da wissen viele Leute nicht, dass es heute sowas wie Wörterbuchattacken gibt oder wie viel Millionen Passwörter Computer durchprobieren können in wie kurzer Zeit und sowas. Also warum man das Passwort Password oder Mausi 123 nicht nehmen sollte. Oder solche Sachen wie eine E-Mail, wo dann steht, Heinz Müller, wenn Heinz Müller jetzt der Chef ist, nicht unbedingt von Heinz Müller kommt. Das nehmen die Leute immer sehr interessiert und mit sehr großen Augen auf. Ich glaube, das interessiert die auch wirklich. Das sorgt für einen Effekt. Und dann setzt die wieder die Bequemlichkeit ein. Also ich glaube auch, dass solche vielleicht auch so ein bisschen wachrütteln, ein bisschen schockende Aktionen gut sind, aber genau wie Zähneputzen muss man es immer wieder machen. Es gibt auf YouTube noch die Frage, ist eine Frage am Rande, aber im Kontext schreibt er, und zwar, wofür ist die Bundeszentrale für politische Bildung eigentlich nützlich? Ist vielleicht wirklich eher sehr am Rande. Ja, ich glaube, sie ist total nützlich, wenn sie denn gelesen wird. Also, ich habe da ja auch ich habe es noch gar nicht gezeigt, in meinen Quellen auch, glaube ich, mindestens einen Punkt Bundeszentrale für politische Bildung. Genau wie unser öffentlicher Rundfunk, der ja letztendlich staatlich ist, ist da immer noch ein hohes Maß an Autonomie und Kritikbereitschaft, sich mit der Regierung und der Politik dann auch kritisch auseinanderzusetzen. Da, das funktioniert, bin ich der Meinung. Aber wie viel wird es gelesen? Also man kann natürlich sagen, auch als Bürger kann man ja sagen, ja, die machen ja alles im Geheimen, was soll ich denn machen? Das stimmt, aber ich glaube, die öffentlich verfügbaren Informationen, die reichen wirklich aus, um sich das Bild zu verschaffen, hier sollte man genauer hingucken. Einfach nur zu sagen, ja, Geheimdienste müssen halt geheim sein und das ist ja ein demokratischer Staat und wir sind ja die Guten, da wird schon nichts Schlimmes passieren. Also um sich von diesem einseitigen Bild ein bisschen zu lösen, dafür reichen die Informationen. Und die Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung sind nach meinem Eindruck gut dafür. Aber ich weiß nicht, wie viele Zugriffszahlen die so haben. Wahrscheinlich viel zu wenige. Wunderbar. Also bei mir sind keine weiteren Fragen. Nö, bei Big Blue Button ist jetzt auch nichts weiter. Ja. Ja, jetzt haben wir schon fast... bis zum Schluss durchgehalten. Oh, dann müssen wir mal addieren. Also auf YouTube sind es so um die 34 gerade. Oh, schön. Dann plus 12, plus 4. So. Ja. Jetzt bitte mal ausrechnen. Ja, genau. Jetzt haben wir schnell ausrechnen, genau. Da sind, glaube ich, genau 50 sogar, wenn ich mich nicht verrechne. Ich hatte es auch 50 gerundet. Ja, finde ich cool. So, und das ist ja gar nicht gedacht. Das ist jetzt auch bloß das, was live ist. Also das geht ja nicht verloren. Demnächst ist es ja auch zum Nachgucken nochmal, für alle, die es denn in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren sich nochmal angucken wollen. Ja, ja. Genau, genau. Gut. Ja. Möchtest du noch ein Schlusswort sprechen? Zu. Wer ist jetzt angesprochen? Klaus, dich meinte ich jetzt. Ach so. Nö, ich glaube nicht. Also zu meinem Vortrag habe ich, also vielleicht als Schlusswort, so ein kleiner sozusagen Blick hinter die Kulissen in meine Vorbereitung. Ich habe vor Jahren mal zwei super Bücher dazu gelesen zum Thema. Das sind in meinen Quellen einmal das von James Bamford, Body of Secrets über die NSA. Und einmal das von Simon Singh über geheime Botschaften. Und seitdem, da habe ich mich gar nicht mehr so intensiv, also kaum mit dem Thema beschäftigt und dann in den letzten Wochen halt, also viel, also abends und nachts da gesessen und die Zeit verging teilweise, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe dann, glaube ich, habe schon die ganze Zeit überlegt, wie halte ich es denn übersichtlich und habe dann gemerkt, dass ich letzte oder vorletzte Woche Material für 3 bis 4 Stunden Vortrag hatte. Also ich finde, es ist ein total spannendes Thema. Ich
Insofern, also jeder wird mit so einer Arte-Doku oder mit der ZDF-Doku über die Krypto-Leaks mit der Krypto-AG in der Schweiz kann man mal einsteigen. Und dann, ich meine, YouTube sei Dank, kriegt man die entsprechenden Vorschläge auf YouTube, wo man weitergucken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere sein, wenn man da einmal anfängt, wo es ein bisschen angefixt wird. Und das endet dann womöglich damit, dass man nachts plötzlich sich durch 3000 Seiten Bundeshaushaltsgesetz scrollt. Ja. Sorry, mir macht sowas Spaß. Also ich find, das ist natürlich makaber, ja. Der Hintergrund ist makaber, aber dafür ist es auch umso spannender. Ja, wunderbar. Ich denke mal, die Folien, die du da jetzt so gezeigt hast, die legst du irgendwo so ab, dass die denn auch veröffentlicht sind und dann... Gerne, wo soll ich sie ablegen? Wenn du einen Webserver hast, gerne dahin packen, ansonsten schickst du mir zu, dann packen wir die auf unseren drauf, damit man das dann nachher nochmal nachlesen kann in den... Genau. Wird dann auch im Programm verlinkt. Genau. Nicht den Tux umschmeißen. Nicht den Tux umwerfen. Okay, gut. Dann vielen Dank, dass du da warst. Und fand das sehr guten Rundumschlag letztendlich über das. Sehr gut. Und ich denke, wir hatten auch wieder eine ganz gute Mischung dieses Jahr. Also zwischen einmal was aus der Schweiz, dann was sehr Technisches und dann wieder... was Allgemeineres. Fand ich gut. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen und für die Beteiligung und ja. Genau. Ja, dann wünschen wir noch allen eine frohe Weihnachtszeit und besinnliche Feiertage. Genau, gut. So long. Und tschüss. Macht's gut.